Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten aus dem Hause Square Enix, meine lieben Freunde. Zwar nur klein, aber dafür besonders fein. Ich hatte euch ja im Vorfeld bereits versprochen, euch in Bezug auf Dragon Quest Builders 2 auf dem Laufenden zu halten. Weswegen ich mich nun wieder zu Wort melde. Grund dafür ist nämlich ein neuer Eintrag auf der Homepage des Spiels, auf der wir nun Bekanntschaft mit einem neuen Charakter machen dürfen. Ein Charakter, von dem uns zumindest der Name schon einmal bekannt vorkommen sollte. Aber dazu später. Bei dem Neuzugang handelt es sich um diesen jungen Mann hier. Dunkle Mähne, Krallenkette, orangefarbene Haremshose mit einem Totenkopfgürtel. Mit dem rotäugigen Shido scheint nicht nur Leben, sondern auch Temperament auf die leere, einsame Insel, den Schauplatz unseres neuen Abenteuers zu kommen. Schwer bewaffnet wird er unseren Protagonisten nämlich hilfreich zur Hand gehen. Erfahren tun wir über den mysteriösen Shido noch nicht so wirklich viel. Das ist aber auch kein Wunder, denn wirklich viel über sich selbst zu wissen scheint der kampferprobte Junge mit dem respekteinflößenden Augenbrauen nämlich auch nicht. Der Gute hat nämlich sein Gedächtnis verloren. Das verrät uns zumindest der neueste Eintrag auf der Homepage. Dort steht wie folgt geschrieben: Ein Junge ohne Gedächtnis stößt auf der einsamen Insel auf unsere Protagonisten. Bis auf seinen Namen, Shido, hat er nämlich seine gesamten Erinnerungen vor der Ankunft auf der Insel verloren. Er scheint zwar nicht über die Fähigkeit zu verfügen, Dinge herzustellen, doch er ist sehr bewandert im Kampf gegen Monster, wie auch im Sammeln von Rohstoffen. Und damit kommen schon einmal zwei Vorzüge von Shido mit ins Spiel, die wir auf der leeren und verlassenen Insel sicherlich bitter benötigen werden. Das wären einmal seine Kampferfahrung und zum anderen die Tatsache, dass wir jetzt einen wackeren Erntehelfer an unserer Seite hätten, ja? Weiter steht nämlich geschrieben: Mache das Beste aus Shidos angeborener Kraft und nutze sie für den Kampf oder das Sammeln von Rohstoffen. Als verlässlicher Kamerad hilft Shido dem Protagonisten in ihrem Abenteuer. Im Kampf stellt er sich mit starken Angriffen den Monstern entgegen und hilft euch mit seiner angestammten Kraft beim Sammeln von Ressourcen. Sprich, der gute Shido ist zunächst einmal ein guter Mitkämpfer auf dem Schlachtfeld, dem man übrigens selbst hergestellte Waffen ausrüstet, damit er dann munter an eurer Seite auch in den Kampf ziehen kann, ja? Also die Waffen baut man selbst und gibt sie ihm dann und damit verteilt er dann eine ordentliche Tracht Prügel. Auf dem Screenshot sieht man übrigens Shido, wie er gerade eine Waffe bekommen hat und mit einem Lachen entgegnet: Das Teil liegt gut in der Hand und schwingt sich recht gut. Damit werde ich die Monster prächtig vermöbeln können. Ich denke, aus diesem Selbstvertrauen können wir schon mal schließen, dass Shido sehr starke Angriffe beherrscht, mit denen er Monstern schnell den Garaus machen kann. Und je stärker die Waffe ist, die wir ihm dann ausrüsten, desto schneller können die Monster dann halt auch ins Gras beißen. Darüber hinaus ist Shido übrigens durch und durch Kumpel, wenn es mal wieder auf eine große Sammelexpedition geht. Denn wenn der Protagonist oder die Protagonistin mit dem Sammeln beginnt, schließt er sich an und sammelt fleißig mit. Sprich, wenn wir Bäume fällen, fällt Shido unmittelbar mit. Ja, es winkt also doppelte Ausbeute in kürzester Zeit. Wenn man also zu zweit schön kooperiert, wird man anstehende Arbeiten umso schneller fertig kriegen. Aber auch wenn er gut im Sammeln von Ressourcen ist, darf man natürlich nicht vergessen, dass er selbst kein legendärer Builder ist und entsprechend leider keine Dinge selbst herstellen kann. Kein Wunder, dass sich bei ihm dann vielleicht auch mal ein wenig Frust einstellt. Auf dem Bild hier sagt er so zum Beispiel: Verdammte Scheiße, was ist denn das schon wieder hier? Heißt es etwa, ich habe nicht die Kraft, Dinge herzustellen? Heißt es, ich kann kein Builder werden? Ja, scheinbar nicht, aber auch trotz dieses kleinen Defizits können wir uns jetzt schon auf unseren Neuzugang, den jungen Shido, freuen. Die Fragen, die jetzt noch bleiben, sind: Wer ist Shido eigentlich und warum hat er sein Gedächtnis verloren? Ist er etwa die menschliche Inkarnation des gleichnamigen Antagonisten des Spiels, der Zerstörergott Shido, höchstpersönlich, der in der westlichen Fassung Maros heißt? Darauf deuten zumindest schon einmal der Name sowie die wiederkehrende Totenkopf-Symbolik hin, denn der Junge trägt als Gürtelschnalle den Totenkopf und der Zerstörergott wiederum als Kette, ne? Das ist die gleiche Symbolik. Heißt das etwa, das ist das gleiche Wesen? Wir wissen es nicht, aber werden wahrscheinlich irgendwann noch weitere Infos dazu erhalten. Genaues werden wir wohl dann aber auch erst erfahren, sobald wir unsere Reise auf der einsamen Insel beginnen können. Bis dahin werden uns sicher noch viele weitere Erkenntnisse seitens Square Enix gewährt, die wir hier noch eingehender natürlich diskutieren können. Also dann, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.